Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. Und ich starte den Timer und ich starte das Spiel. Ja. Okay, ja, damit hallo und herzlich willkommen, wie gesagt. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Hier machen wir mal auf. Okay. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tara Strickland im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Seth-Angriff stoppen kann. Wir verfügen dank Seth über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, hier Barclay. Hören Sie gut zu. Ich habe gerade. Wenn wir uns das jetzt nochmal anhören müssen, ist ein bisschen dumm. Aber hey, was will man machen? Ist es ein Grafikbutt oder Bugbutt? Ein Grafikbutt. Ein Grafikarsch. Oder ist das mit Absicht? Na, ja, Grafik, glaube ich. Huch! Was war das denn? Okay. So, jetzt dürfen wir doch wohl mal. Also rechte Maustaste ist auch noch eine Funktion. Das wusste ich irgendwie gestern noch nicht. Wo ist 9 Uhr? 9 Uhr, da ist doch nicht 9. Na bitte. Ich glaube, ich treffe die gar nicht richtig, ne? Ja, ein Pinger. Achso, das geht auch. Okay. Gut, dass wir den Pinger schon mal überlebt haben. Warum fahren wir jetzt eigentlich hinten? Warum überholen? Was machen wir hier? Was sollte das denn? What the fuck? Dafür konnte ich nichts. Hallo? 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 Mein Signal müsste hier sein. Falls Sie mich hören, ich aktiviere jetzt unser GPS-Signal. Suchen Sie sich eine erhöhte Position und verfolgen Sie unser Signal. Wir sitzen fest. Die Seth kommen überall aus dem Gebälk. Ich versuche, Bartley zu erreichen. Ich sitze aber auch so ein bisschen irgendwie fest, könnte man sagen. Okay. Habe ich schon mal gesagt, dass ich, habe ich schon mal erwähnt, dass ich solche Waffen hasse, die nur 3 Schuss abfeuern. Diese, ja, Halbautomat. Halbautomatischen. Guten Tag. Das musste einfach sein, also Entschuldigung. Oh. Oh nö. Okay. Oh, hallo. Oh, hi, hi. Hi, na, wie geht's? Danke, mir geht's gut. Okay. Gehen wir mal hier. Okay, gehen wir nicht da lang. Gehen wir mal hier lang. Das sieht hier irgendwie korrekt aus. Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, was zur... Hier war doch gerade... Na bitte. Ja, ja, bin ja dabei. Okay. Man sollte vielleicht nicht unbedingt in den kaputten Aufzug hinein. Mach mal ein bisschen schneller, bitte, Aufzug.
Wäre sehr freundlich. Gucken wir mal nochmal hier hinten. Vielleicht ist hier hinten ja noch irgendwas Tolles. Ja, nur noch eine Knifte. Okay. Ah, er ist da. Der Aufzug ist da, der Aufzug ist da. Hallo Aufzug. Fahr bitte schnell hoch. Danke. Mann. Wir fahren aber häufig Aufzug irgendwie. Na gut, ist jetzt nicht so, als würde ich mich beschweren, weil ich mag Aufzug fahren irgendwie. Ja. Was für ein Seth hinterhalten? Da brennt's ein wenig. Hab ich so das Gefühl. Kuckuck! Hehe, war ich nicht. Kuckuck! Hehe, war ich nicht. Kuckuck! Hehe, war ich nicht. Hey, bin ich von hinten abgeschossen? Bin ich aber nicht so nett. Hey, Kollege. Aua. Durch die Wand durch. Aua. Aua. Aua, aua, aua. 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 Aua, aua. Aua. Nicht sehr nett. Hier ist wieder mein Aufzug. Ich aktiviere jetzt mal das Tarnfeld. Bitte bestätigen Sie Zielerfassung auf Sicht. Wir sind im Anzug. Ja. Bin ja dabei. Aber Alter. Es ist nicht so das Einfachste, hier sich gegen 2 Milliarden Aliens so gefühlt durchzukämpfen. Wenn ich das mal kurz erwähnen. Dürfte. Bitte hergeben. Danke. Und Modus ändern. Na, komm schon her, du. Jetzt machen wir euch fertig. Jetzt kenne ich nichts mehr. Na, komm schon. Da kenne ich nichts. So. Wow. Ja, das sollte reichen. Für den. Nein. Nicht so ins Schwerfall geraten. So. So, das müsste reichen. Danke. Gut. Legen wir mal los für die werten Herren. Gut, ich soll irgendwas. Ja. Ja, haben. So. Jo. Abschuss bestätigt, würde ich sagen. Kann ich weg? Das war zu knapp. Das war knapp. Ja. Soll ich jetzt hier runter? Wieder. Oder muss ich jetzt hier durch? Oder muss ich jetzt hier durch? Nein. Ach, fall doch nicht runter, du. Du bist ein Kind, aber nicht hochspringen. Na gut. Wie soll ich denn jetzt hier... Hallo? Kann ich... Ah, hier kann ich lang. Achso, okay. Das ergibt Sinn. Ja, stimmt, da unten brennt es, genau. Das macht alles jetzt Sinn. Durch hier jetzt runter. Ah ja, da liegen Matratzen. Darauf landen wäre praktisch gewesen. Muss man aber nicht. Ich bin halt nicht so Mainstream. Ich lande halt auch mal woanders. Nachladen. Nochmal alles komplett nachladen. Oder durchladen, besser gesagt. Ja, voll.
Kukuli! Aua. Fand ich jetzt aber nicht so nett. Ergeben. Was machen Sie da oben? Ich rette euch den Arsch. Das mache ich hier. Mehr mache ich doch sowieso. Das komplette Let's Play besteht aus Arschretten. Und zwar nicht meinen. Finde ich nicht sonderlich nett. Na komm. Na, du hättest ja wenigstens so tun können, als hätte dich das getroffen. Du lebst noch. Alter. Hallo. Finde ich jetzt aber nicht so geil. Boah. Was hat mich denn jetzt hier gerade weggehauen? Alter. Nicht cool. Na komm, lad mal ein bisschen schneller, mein Freund. Hui. Weißt du was, wenn du kloppen willst, dann kriegst du jetzt hier. Komm, als Maul. Ruhig. So. So macht man das, meine Damen und Herren. So macht man das. Und dann lädt man erstmal wieder nach. So, dann tarnt man sich nochmal. Wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber die Ruhe ist einigermaßen schnell vorbei, weil man dann hier oben ein. Was zur Hölle ist das wieder, dieser L-Tag? Nee, ein Gaussgewehr. Na gut, nehmen wir das mal. Hat aber wenig Munition dabei gehabt. Na gut. Nehmen wir uns erstmal das hier. Danke. Ist das da ein fettes Viech? Oh ja. Wir sollten da einfach draufhalten. Weil irgendwann müsste es dann auch mal vorbei sein mit dem. Danke. Ich bin irgendwie dabei. Schmeiß jetzt mal weg. Oh, das hätte doch schief gehen können, ey. Huiuiui. Was passiert denn da? Hebt sich da gerade der Central Park an? Sollten wir vielleicht uns wirklich etwas beeilen? Würde ich mal so. Zeichen. Ja, meine Rede. Also wenn ich das mal kurz so sagen darf, wie ich das gerade irgendwie sehe, könnte man wirklich einen Atomschlag gebrauchen. Das dachte ich gerade, hier wäre wirklich diese Alarmanlage in meiner Straße gewesen. Ich dachte gerade schon. Das wäre ein Störgeräusch gewesen. Ja, Lufttransporte, super. Sechs Helikopter. Also. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich finde das eigentlich schon fast sinnvoller. Ich meine, die Viecher haben einen ganzen Park angehoben. Ohne Probleme. Und wir haben nur 6 Helikopter. Und halt noch diese Atombombe. Und natürlich so gesehen mich, aber das ist relativ. Weil, naja. Na. Einfach so. Aber deshalb würde ich halt persönlich sagen. Genau. So.
doch bekloppt, ey. Das heißt so viel wie, ich werde eventuell nicht mehr rauskommen. Jawohl. Ja, vielen Dank. Wissen Sie was? Sie mich auch. Auf Wiedersehen. Ich wollte gerade sagen, hätten sie mir wenigstens noch eine Waffe mitgeben können. Ich gebe ihnen so viel technische Unterstützung, wie ich kann, aber ich hinke selbst hinterher. Arbeiten sie sich jetzt erstmal bis zum Schwerpunkt. Ich sehe ihnen direkt über die Schulter an. Ja, wie war das nochmal? Ich habe doch irgendwie recht auf 15 Minuten Pause am Tag. Achso, okay. Gut, die wurden mir soeben gestrichen, na toll. Danke, Regie. Vielen Dank. Okay. Was? Zusammenbrechen? Aber schön, so gehen wir auch mal ein bisschen durch den Park. Jetzt macht dieser Spruch von unserem Anzug auch wieder Sinn. Der Spaziergang durch den Park. Ja, ein Bus. Das gibt's ja nicht. Aha. Belastungsrisse also. Also auf gut Deutsch sollte ich einfach hier weggehen. Und... Ja, es ist irgendwie wirklich so. Ich meine, das Ding hängt gerade, was weiß ich, ne, ein paar Meter, da hängt ein Stein einfach in der Luft. Gut, passiert. Kommt vor, darf auch vorkommen. Ich meine, wir leben in einer Welt, wo Aliens irgendwie alles hier machen. Hör auf das Auto zu schieben, das war schön. Es war zwar ein Taxi, aber egal. Also ein Taxi ist auch ein Auto, das ist mir bewusst, aber es war nicht schön. Weil Taxis oder Taxen sind nicht schön. Taxis, Taxen, Taxameter. Schnauze. Danke. So. Naja. Ist ja irgendwie alles gerade sehr lustig hier. Ach, überall. Aha. Ach, Feuerkraft. Ja, nee, wäre ich irgendwie nicht drauf gekommen, ganz ehrlich. Nee. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich hier noch einmal schießen muss. Ganz ehrlich. Ich werde mich zwar jetzt verraten, aber scheiß drauf. So. Okay, man hat mich nicht gesehen. Das ist scheiße praktisch. Das ist wirklich übelst praktisch. Jetzt wurde ich aber gesehen. Aber das ist nicht so schlimm. Okay, das ist doch sehr schlimm sogar. Okay, da laufe ich nicht lang. Munitionslager. ja, das wäre doch mal jetzt eine Sache, du. Bitte sag mir, dass das Gauss-Gewehr, das hat... Bitte sag mir, dass das Gauss-Gewehr ein bisschen... Okay, das Gauss-Gewehr hat nur so wenig Munition. Aua. Das tat weh. Alter. Geh in den Panzermodus. Danke. Alter, ich bin gleich tot. Ich habe noch nicht mehr viel Chancen. Ich weiß nicht, wie stark das Gauss-Gewehr, das muss ja dann scheiße stark sein, du. Da. Den muss ich treffen. Okay. Nicht getroffen. Okay. Das ist jetzt irgendwie ziemlich blöd. Außerdem wurde ich gerade bei Skype angeschrieben, aber das ist, also ist schon wichtig, aber es ist, gerade in dieser Situation sollte ich mich eher um das Wohl der Menschheit kümmern. Gewehr. Danke. MG meine ich natürlich, nicht Gewehr. Gewehr und MG ist ein Unterschied. Vielen Dank. Trotzdem. Aua.
Ich krieg hier ordentlich aufs Maul gerade. Muss mich jetzt wieder mal ein bisschen konzentrieren, danke. Okay, erstmal in den Tarnmodus. Tarnmodus ist immer gut. Tarnmodus ist immer gut. Okay. So. Wenn wir das Viech hier mal weg haben, dann ist doch schon die Situation ein bisschen ruhiger. Man will mich gerade verarschen, nicht wahr? Da ist gerade nicht ernsthaft noch so ein fettes Viech hier gelandet, oder? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ja, Sapperlot nochmal. Ich glaube, ich spinne. Du gehst jetzt kaputt. Geh kaputt. Danke. Vielen herzlichen Dank, lieber Alien, komischer Fatzke. Lieber komischer Alien-Fatzke. Danke. Das ist ein, das war ein Satz. Das war jetzt echt, das war ein Satz. Ja, ist ja, hallo, ist ja gut. Warum gehe ich eigentlich nicht einfach irgendwie weiter? Boah, ich sollte vielleicht mal auch mal die Panzerung aktivieren. Das war eine ganz dumme Idee, hier die ganze Zeit ohne Panzerung rumzustehen. Das war eine richtig blöde Idee. Oh, nö. Nö, komm. Macht mir keinen Spaß mehr. Nö, lass mich mal durch. Hier, oh, guck mal. Ah, da vielleicht hoch? Nein, okay, so nicht. Och nö, die machen mich doch gerade fertig. Alter. Okay, das werden immer mehr. Es werden halt einfach gerade immer mehr. Das ist halt so ziemlich unpraktisch. Ja, lad mal nach. Vielleicht ganz praktisch. Okay, das haut ihn weg, aber bringt mir trotzdem wenig. Trotzdem danke. Nein. Nicht zu viel HP verlieren. Einfach jetzt ein bisschen ruhiger sein. Hier erstmal nochmal auffüllen. Und jetzt ganz schnell laufen. Jeden Moment. Konfrontation erfolgreich gemeistert bzw. aus dem Weg gegangen. Perfekt. Kontrollpunkt erreicht. Ich mache hier jetzt nämlich einen Cut. Ja, gut. Jo, danke, Mann. Wegpunkt T. Es gibt zwei. 160, 109. Gut, wir gehen zu dem 109er im nächsten Part. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Crysis 2. Und dann ist das der letzte Part. Das ziehe ich dann durch. Ist mir scheißegal, dann kann auch eine Stunde lang sein. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, euer Shinigami. Und dann retten wir die Welt. Mal wieder irgendwie. Macht man irgendwie in jedem dritten Spiel. Na gut. Ist ja auch egal. Auf Wiedersehen.